Hier am Appellweg im Kliedbruch entsteht gerade eine Kita für 90 Kinder, die hier demnächst betreut werden. Sie reiht sich damit ein in insgesamt Kitas mit einem Volumen von 800 Plätzen, die wir in den letzten Jahren hier in Krefeld geschaffen haben. Man sieht also, es passiert eine ganze Menge und trotzdem reicht das leider noch nicht, denn dadurch, dass es immer mehr kleine Krefelderinnen und Krefelder gibt, wir also gerade geburtenstarke Jahrgänge haben, Zuzüge von Familien mit sehr kleinen Kindern, ist auch der Bedarf an Kita-Plätzen in Krefeld immer größer. Das heißt, wir werden weiter Kitas bauen müssen und das sollten wir auch tun. Ich halte das für unsere Stadt für immens wichtig, dass wir zum einen den Kindern die besten Chancen für gute Betreuung und Bildung von klein auf geben, aber auf der anderen Seite auch den Eltern die Gelegenheit geben, Beruf und Familie gut miteinander zu verbinden. Ich finde, zu einer modernen, familienfreundlichen Stadt gehört es eben auch, genug Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir noch an vielen Stellen neue Kitas schaffen können und dann vielleicht auch mit etwas weniger Widerstand vor Ort. Ich sage das ganz ehrlich, das ärgert mich manchmal. Es geht ja nicht darum, einen Flughafen oder ein Atomkraftwerk zu bauen, sondern wir wollen Kindergartenplätze schaffen, damit auch die nächste Generation Krefelderinnen und Krefelder unter bestmöglichen Bedingungen aufwachsen kann. Und was mich für die Menschen hier im Kliedbruch, in dem Stadtteil ganz besonders freut, ist, dass wir nicht nur diesen tollen Neubau der Kita haben, sondern auf der anderen Straßenseite die Sportanlage Hubert-Huben-Kampfbahn auch saniert wird, dass sie ertüchtigt wird. Und zwar nicht nur für die Schulen und für die Sportvereine, sondern auch für die Vereine, für die Bürgerinnen und Bürger hier im Stadtteil, damit die dort auch weiter Veranstaltungen machen können und sich diese Anlage noch besser in den Stadtteil integriert. Liebe Krefelderinnen und Krefelder, heute von der Baustelle unserer neuen Kindertageseinrichtung am Appellweg. Die soll Ende November fertig werden und die wird dann ab Dezember oder Januar vom Deutschen Kinderschutzbund betrieben. Ein ganz wichtiger Partner für uns in der Krefelder Jugendhilfe. Diese Kita wird dann mit 6 Gruppen Platz und Raum für Kinder bieten im Alter von 0 bis 6 Jahren. Ja, das ist eines unserer Projekte, die wir gerade realisieren. Parallel bauen wir auch in Hülz in der Cäcilienstraße ähnliches Gebäude, auch Fertigstellung im November und dann Start zu Beginn des neuen Jahres. Und wir haben ja in Krefeld, wir brauchen auch noch viele Kita-Plätze. Wir haben zwar in den letzten 5 Jahren 800 Plätze realisiert, aber wir müssen natürlich noch weiter bauen mit Hochdruck. Ich bin so beeindruckt hier vom Raumkonzept. Denn wir bauen hier bewusst ein bisschen großzügiger. Einerseits, damit die Kinder hier im teiloffenen Konzept mit Themenräumen zum Toben, zum Basteln, zum Kreativsein, zum Theaterspielen hier ganz tolle Angebote bekommen. In diesem Objekt sollen ja immerhin dann mal 20, 25 Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Da braucht es auch entsprechende Räumlichkeiten fürs Personal. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir hier Räumlichkeiten haben, die dann auch dann das Quartier nützen kann. Bürgerschaft, Initiativen, Vereine aus dem Quartier, wo man sich abends mal zusammensetzen kann, gemeinsam arbeiten kann, gemeinsam planen kann, wo man vielleicht mal auch eine St. Martinsfeier durchführen kann, andere Brauchtumsveranstaltungen. Also ich glaube, dass sich diese Einrichtung auch sehr gut insofern ins Quartier wird integrieren können, weil eben hier auch Nutzungen für die Bürgerschaft möglich sein werden.